Und damit eröffne ich die Wahl und bitte mit dem Aufruf der Namen zu beginnen. Mit Ja haben gestimmt 364, mit Nein haben gestimmt 315, Enthaltungen 9. Frau Dr. Angela Merkel hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erhalten und ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zur Bundeskanzlerin gewählt. Ich frage Sie. Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Frau Bundeskanzlerin, ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl.